Damn. Yeah. Hallöchen, da bin ich mal wieder. Lange, lange ist es her. Das Video heute soll eigentlich mehr so ein Dankeschön sein für 2016, obwohl ich nicht viele Videos dieses Jahr produziert habe, weil irgendwie, ja, dieses Jahr waren irgendwie andere Dinge wichtiger als Modellbau. Nichtsdestotrotz sind die meisten mir treu geblieben. Dafür erstmal danke, dass ihr auch die alten Videos immer noch klickt und immer noch gerne schaut. Vor allem die Bash-Videos, das freut mich natürlich. Ich dachte mir aber, das wird ein bisschen zu langweilig, jetzt nur stumpf daher zu reden. Deswegen dachte ich, packe ich jetzt einfach mal so ein paar Sachen aus, die es so in der letzten Zeit gekommen sind. Wir fangen jetzt einfach mal an hier. Holzleim ist für meinen Zweitkanal. Für die Leute, die es noch nicht wissen, ich und mein Holz heißt der. Ja, da mache ich so ein paar Deko-Sachen aus Holz und so. Also eins meiner weiteren Hobbys, wo ich mich dann zu entschlossen habe, da drüber Videos zu machen. Das ist jetzt von Uhu Express, schnell trocknend. Wir sind 57 Gramm drin. Für die Leute, die es interessiert, den hatte ich vorher von Ponal Express. Da kostet diese kleine Tube hier mit, wie viel sind hier drin, 225 Gramm, die kostet so um die 7 Euro. Und das Teil hier kostet so um die 10. Bei Amazon ist natürlich deutlich günstiger. Ja, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Wirksamkeit ist dieselbe im Prinzip, also da merkt man keinen Unterschied. Des Weiteren habe ich jetzt noch hier solche Sachen, auch nur für den Zweitkanal. Hier ist zum Beispiel so ein spezieller Montagekleber. Der trägt pro Quadratmeter 130 Kilo. Also dann braucht man nicht bohren. Man schmiert damit flächendeckend irgendeine Kante an, drückt das dann an die Wand und dann hält das Ganze innerhalb von 10 Sekunden. Das ist wie so eine Art Kontaktkleber. Also er klebt erst, wenn er mit einem anderen Gegenstand in Kontakt tritt. Ist so ziemlich für alles Mögliche. Was nun wichtig ist bei solchen Zeug, wenn ihr euch entschließt, sowas zu holen. Es muss staub- und fettfrei sein. Also vorher kurz komplett staubfrei wischen und fettfrei wischen mit Glasreiniger oder irgendwas dergleichen. Ist bei Holz natürlich schwierig. Bei Holz schleift ihr das am besten ein bisschen fein an mit feinem Sandpapier und dann hat sich die Sache erledigt. Bisschen abwischen, nass, trocknen lassen, dann könnt ihr das Zeug verwenden. An sich eine gute Sache, aber so bei Bohrungen ist das ein bisschen schwierig. Dann hier so ein Pinselsortiment, so ein kleines. Das ist das Billigste vom Billigsten. Das ist wirklich kompletter Abfall im Prinzip. Aber ich brauche die immer nur einmal. Sprich, nehme den Pinsel, streich damit. Dann mache ich es meistens so, dass ich die Sachen, die ich streiche, wieder abwische mit einem trockenen Tuch, um einen bestimmten Effekt darzustellen, so einen Alterungseffekt. Und dafür nehme ich halt so einen komplett billigen, die ganzen Pinsel hier, die waren alle zusammen. Die haben mir, glaube ich, 4 Euro gekostet oder sowas. Aus Frankreich kam die, glaube ich, keine Ahnung warum, aber ja. Dann kommen wir mal zu Sachen, die mit Modellbau zu tun haben. Zum Beispiel sowas hier, ein Camcorder von Panasonic, aufmerksame Zuschauer kennen den vielleicht, ich sag nicht von wem, ich sage aber nochmal ganz herzliches Dankeschön dafür, mehr sage ich dazu nicht, weil ich nicht weiß, ob er das möchte, ist aber auch egal. Dann habe ich noch gestern noch schnell geholt bei DM Einweghandschuhe. Einfach manchmal, also normalerweise bin ich ja so ein extremer Verfechter von Handschuhen, weil man einfach mit den Fingern mehr spürt als mit solchen Handschuhen. Aber bei manchen Sachen, wenn es jetzt um Diffs, Dämpfer oder Lackieren geht, trage ich die schon und die waren alle und deswegen hier ein paar neue, die sind recht günstig, kann ich echt nur empfehlen. Ich habe jetzt die großen genommen, weil ich halt so eine Klohände habe.
wenn man so schön sagt. Wir sind 40 Stück drin, große für 2 Euro, kann man machen bei DM. Ja, Product Placement, aber kann ich euch echt nur empfehlen. Dann, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich hole mal noch was anderes dazu. So, also ihr wisst, ich habe mein Vatera umgebaut auf Tamiya Hilux. Ja, Tamiya ist es auch, aber Toyota Hilux. Dafür waren vorgesehen diese Magneten hier, das sind Neodym-Magneten, also so richtig kranker Shit. Ja, dann wollte ich die Karo jetzt eigentlich fertig machen und euch dann präsentieren. Dann ist mir leider aufgefallen, dass extrem viele Teile fehlen, also kleine Sachen, Halterung, Schrauben, Gläser und so, solche Sachen. Deswegen habe ich das Projekt erstmal auf Eis gelegt. Leider. Ich werde euch sicherlich in einem späteren Video die Karo, wie sie jetzt im Moment aussieht, nochmal zeigen. Jetzt könnte ich jetzt auch machen, aber die ist extrem staubig. Deswegen lasse ich das jetzt einfach. Ich habe jetzt den Vatera komplett zurückgebaut. Auf die K5 Karo. Und ich musste ja ein paar Anpassungen machen, musste ja das Chassis ein bisschen abflexen und die Kardanwellen kürzen und solche Geschichten, um auf den kleinen Radstand zu kommen. Und dafür habe ich mir nochmal einen Satz, wie heißt das denn hier, Antriebswellen, also Driveshafts geholt. In so einem Pack sind ein Satz kurze, ein Satz lange dabei, kostet bei Tamiko so 10 Euro circa. Preislich okay, kann man jetzt drüber streiten, aber guter Ryzen Hobby ist halt nicht günstig, ne? Das weiß man. Und dann habe ich mir noch auf Vorrat da der Lozy Crawler bei der letzten langen Ausfahrt angefangen hat zu qualmen, als würde er dampfen. Vorsichtshalber, er lief danach, wird danach im Abkühlen, aber ich denke mal, die Kohlen sind hinne. Ich bin jetzt noch nicht wieder gefahren, deswegen habe ich mir jetzt hier nochmal ein RC4WD 45 Turns Motor geholt. Die sollen recht gut sein, die kosten echt nichts. Die Büchse hier, die kostet 10 Euro, also 9,99 Euro. Ist echt ein Witz, die hänge ich mir jetzt irgendwo hier hin, rechts oder links, als Vorrat. Ich kann euch den ja mal kurz zeigen. Ja, er passt kaum ins Bild, aber okay. Ja, vorne die Dämpfer muss ich auch nochmal machen. Also irgendwie was passiert, keine Ahnung. Hier seht ihr, die sind gekürzt. Die kommen jetzt gleich raus und die neuen rein. Und dann läuft der Kleine wieder. Gucken, ob das Licht noch geht, aber ich glaube schon. Was mit der Lars gelötet hat. Ah, sieht man schlecht durch die helle Beleuchtung. Ist hier drin auch. Ja, man kann es erkennen ein bisschen. Leuchtet also noch. Läuft auch noch. Was ich noch als nächstes holen werde in der nächsten Zeit, sind auf jeden Fall Servos für die beiden Autos. Ich habe jetzt hier ist ein 20 Kilo Servo verbaut. Ne, Quatsch. Doch. Ich glaube 20 oder 19 Kilo hat das hier. Das Spektrum, ach, was auch immer wie das heißt. Ah ne, Quatsch, hier ist schon ein anderes drin, sehe ich gerade. Hier ist ein Turnigy drin, das hat 17 Kilo, glaube ich. Ach stimmt, in dem Losi habe ich das 20 Kilo Spektrum verbaut, was ich mal, weiß ich gar nicht mehr, wo ich das her hatte. Die originalen Spektrum-Servos von den Autos, die habe ich hier irgendwo noch rumfliegen. Ja, das soll es soweit eigentlich schon gewesen sein. Ich wünsche euch nachträglich nochmal frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt euch schön beschenken lassen mit was auch immer ihr euch gewünscht habt. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich möchte mich nochmal speziell bedanken
bei der kompletten Crew, alle, die ihr so kennt, ich glaube, da muss ich keinen erwähnen. Speziell möchte ich noch erwähnen, Laser. Weil das ist schon echt eine dicke Freundschaft geworden zwischen uns und ich hoffe, das läuft weiter so. Dann nochmal einen großen Dank an Julian von UMB. Es macht immer wieder Spaß, dich abends zu verarschen und du verarschst mich zurück. Das ist immer so der Highlight des Abends. Wenn ihr wüsstet, was bei uns im Teamspeak abends beim COD-Zocken, was da alles abgeht, wie wir uns die Sprüche angucken haben. Aber es ist lustig, das ist genau mein Ding. Und dafür einfach nur nochmal danke und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.